Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS19, willkommen hier zurück auf der Efterweide mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen. So, wir sind ja, haben sie in der letzten Folge des Dreschen abgeschlossen. Ich kann den jetzt eigentlich zurückgeben, oder? Haben wir das? Ja, kannst du. Weil wir haben ja nur zwei Acker und das war die 1 und die 2. Oh. Ja. Da. Ich könnte ihn eigentlich einfach das Menü zurückgeben. Stimmt, den haben wir ja nur gemietet. Brauche ich ihn ja eigentlich gar nicht hierher fahren, aber jetzt bin ich schon hier unten. So. Dann erzählen wir das wunderschöne schmucke Stück und dann mal zum letzten Mal. Dieses Mal, später, früher oder später, wenn wir ihn sowieso kaufen. Zurückgeben, ja, da ist er weg. Leer war er, wunderbar. Und da sind wir wieder von gemieteten Fahrzeugen frei und das, hier ist eine riesen Pütze, läuft. Das heißt, wir müssen auch keine Mietkosten und so weiter mehr zahlen. Ich will jetzt das wunderschöne gespannte Bild schon mal wegfahren. So. Ich sag hier noch irgendwo Ballen. Oh, Stoff. Ist das Display? Ja, passt. Ich weiß es nicht, ich sehe jetzt gar nicht. Hast du die Rundballen eigentlich, oder beziehungsweise die Silage-Rundballen schon mal geholt? Oder ist nee. Oder? Okay. Also ein Silageballen flaggt ja da unten. Ja, den nehme ich dann gleich mit rüber. Ja. Kann ich ja auf Gabeln auf da oder so. So, ich werde jetzt nochmal zum Hof fahren und dann mal, weil wir haben ja noch ein bisschen Weizen im Lager. Das werde ich da gleich nochmal in die Hänger reinhauen. Da hör ich schon mal Radio an hier. So, wunderbar. Ich hoffe, das hat sich jetzt nicht überlappt. Na, warte, wir lassen nur kurz aus. So, doch, das passt. So, die letzte Folge war ein bisschen minimal chaotisch. Ja. Da kann ich mich so ganz schwach an was erinnern. Vielleicht war er da was, ne? Jetzt fahre ich richtig. Okay. So, jetzt dürfte noch ein Radio anmachen können, ohne dass ich irgendwas überlappt von Musik her. Aber ich werde eigentlich hier noch gar keine Plane drauf machen müssen. Oh. Richtig schön über Ziegelhaufen drüber. Perfekt. Die Reifen bedanken sich. Ja. Ja, Weizen würde ich ja mitnehmen. Ich weiß nicht, ob alles reinpasst, aber ich glaube schon. Doch, müsste eigentlich. Ja, doch. So, warte mal, wo gibt's denn jetzt da gut? Ja, Weizen haben wir. Gut. Weizen 545 bei Agravis. Da waren wir nur netter. Jetzt muss ich nur gucken, wo da ist. Hier ist die Bayer. Hier ist ein Hackschnitz. Ne, das ist ja Milch. Hier oben wird's auch. Oh ne, nee, das ist Wolleverkauf. Oh, hier hinten. Ah ja, hier gibt es aber viel. Agravis. Ah, da ist Agravis. Oh ne, ich muss in die Stadt drin. Was ist das hier eigentlich? Eierverkauf, Bäckerei, Tankstelle. Ah, da ist der Ding, der ist da. Ich will jetzt mal meine Farm, aber gut. Dann kann man das gespannte Rundumleuchter an. Und dann kann man das gespannte wegfahren. Beziehungsweise den Inhalt. Das Gespann behalten wir natürlich. Ist ja ganz klar, ne? So, wir haben uns natürlich noch gar nicht abgedreht. Was wollen wir eigentlich demnächst dann wieder ansehen? Keine Ahnung. Jetzt muss ich mal kurz die Karte offen lassen, weil. Ich hab ein Geld. Ja, doch, ich muss auf. War das? Also. Wahrscheinlich Sojabohnen, wie immer. Sojabohnen sind immer der Bringer. Also, weil ich weiß. Also, Hafer, weil da kriegt man noch Stroh raus. Stimmt. Die Kühe dann. Und da kommt immer gut was runter. Haben wir ja auf der Erlen gerade gesehen. Ja, komm, tut nichts, dann können wir raus. So. Ab geht's. Sollten vielleicht auch die Minimap offen lassen, dass ich ein bisschen Orientierung habe. Weil ich war hier noch nie. Oh, da muss er schon ein bisschen ziehen, der Steier. Hier im Berg drauf. Mit den zwei, das sind so 18 Tonner? Weiß gar nicht, wie viel reingeht, ich glaube 18. Ja, dann nochmal sind es 18 Tonner. Diese 6 sind sie. Ich weiß nicht, der Grünstreifen rechts und links, entweder ist der noch nicht gewachsen oder der bleibt so klein. Das ist so ein bisschen, ja, komischer. Oh. Okay, man muss ja auf jeden Fall mit Schwung fahren, weil hier gibt es teilweise echt ein bisschen Bergnuff.
Dann muss er da schon ein bisschen ziehen. Ja, ja, ja. Okay, Kreisverkehr, aber ich muss rechts. Da war es gerade ein bisschen kaputt. Ich muss ja rechts, links, ne? Ja, doch, weil ich muss ja in die Stadt rein. So. Hier ist eine 50, schau, ich fahre eh nur 32. Oh, ne, Fußgängerübergang. Oh, passt. Scheiße, ne, ich komm glaube ich hinten rum, oder? Kann ja außenrum fahren. Normal. Ja, doch, müsste ich eigentlich schon können. Ich probiere es einfach mal aus. Oh, wir haben Geld bekommen. So. Oh, jetzt sieht schlecht aus. So, ja. Jetzt ist der Beinwagen leer. Aber ja, das war. Ich weiß nicht warum, aber bei mir ist einfach der Frontlader gerade von alleine hoch. Okay. Aber kann man hier drehen? Ja, hier können wir drehen, wunderbar. Ich muss hier umdrehen, weil sonst. Ah, hier ist so eine Fläche, okay, da kann man noch was platzieren, weil sonst komme ich da nicht hoch. Oh. Oh, wir müssen mal Allrad anmachen. Hab gerade kurz durchgeschaut ein bisschen. So, jetzt hat aber. Ja doch. Jetzt packt das Ganze. So, ein bisschen auf Speed sind, dann können wir es auch wieder ausschalten. Oh, blinkt noch. So, diesmal aber aufpassen, wir müssen in die Stadt rein. Oder Stadtortschaft. Hey. Wir ganz kurz gewackelt ein bisschen da hinten. Wo ist denn der los? Wir müssen natürlich auch erstmal alles erkunden, weil wir waren hier noch nie. So. Ich hab's geschafft, ich bin jetzt schon auf dem Heimweg, ohne Unfall. Das ist gut. Aber müssen wir hier rein? Ich darf ihn nicht zu früh lösen, zum Schluss. Weil er noch leer. Ja, ich glaube, das wird eher schwierig. Ja doch, hier müssen wir noch längs kommen, oder? Ja doch, das sieht... Oh, Schild, sorry. Aber das sieht ganz gut aus. Ich kann mir doch nicht mitten durch die Ortschaft durchquetschen, da durch die Zäune mit dem Hänger. Oder mit den Hängern und dem Steuer, also. Da müssen wir dann irgendwo hängen. Ach doch, du bist ein guter Fahrer. Hab Vertrauen in dich. Immerhin einer. Na, wieder holt man da? Ne, ging. Aber jetzt bin ich richtig hier, ne? Ja doch, das sieht gut aus. Wenn jetzt irgendwo eine Abzeuge nach rechts oben kommt, dann ist alles gut. Ah, da wird die Straße läuft sowieso. Okay, gut. Ja dann. Können wir die Karte auch ausmachen, weil jetzt ist eigentlich nur noch geradeaus fahren. Ne? Wenn ich mich da verfahre, dann ja, hilft die Karte auch nicht mehr, ne? Da steht schon dick und fett Agravis. Ich weiß jetzt nur nicht, wo ich sie abladen kann. Aber wahrscheinlich hier, weil hier ist eine Durchfahrt. Alter, passe ich hier durch? Eieiei, das war minimal eng hier. Ich mache für dich die Tore schon mal auf, wo die Hänger rein können dann. Ja. Dann. Oh, wir können abladen. So, warte mal, so. Wo stellen wir denn die Frontlade? Das Frontladerzeug? Ich weiß wo. So, den können wir mal abladen. Hier gibt es ein Regal wie auf der Gemeinderade. Ah! Das ist doch wunderbar. So, jetzt müssen wir mich schon wieder ablassen, weil sonst kommen wir da an die seitliche Wand ran und drücken uns so komisch weg und das wollen wir natürlich nicht. Oder wollen wir vermeiden. Jetzt alles raus. Ja, doch kann man so lassen. Nochmal U und nochmal U. Und dann müsste er doch richtig entladen, oder? Nee, macht er nicht. Wieso macht er das nicht? Und wo kommen die Frontlader hin? Hinten? Nee, es ist rechts. Ah, da.
Aber jetzt halt, ne? Ja, jetzt macht das richtig. Wunderbar, wir sind leer, das heißt, wir können wieder nach Hause fahren. Ja doch, ich fahr da runter, geht's leichter. Jo. Wunderbar. Oh, jetzt hier nicht hängen bleiben, aber geht. Da steht übrigens dieser Kramer. Und der ist halt eben hier zum Verladen von so Gütersachen. Soweit ich weiß. Dann muss ich sagen, hier die Verkaufsstelle hier hinten bei Agravis mit zu großen oder zu breiten Maschinen braucht man hier gar nicht reinfahren, weil die Einfahrten sind jetzt echt nicht das breiteste vom breitesten. Und da ist dann schon mal das kleine Risiko, dass man da mal irgendwo hängen bleibt. Und das wäre natürlich nicht ganz so vorteilhaft. Bin auf dem Rückweg. Super. So. Ja doch, hier muss ich längs. Ich hab mal Johnny geparkt, was mache ich jetzt? Ich kann Ballen pressen. Ja. Ja stimmt, weil da liegt nur Stroh drauf. Da hätte ich eigentlich Freunde sagen, da verkaufen wir jetzt nicht alle Ballen. Nee, ich würde sagen, das Ehrenteil lassen wir. Weil tiertechnisch wollen wir, brauchen wir ja dann auch was, weil wir wollten ja auf Kühe gehen, oder nicht? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, ich glaube nicht. Aber egal, wir gehen jetzt auf Kühe. So. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn stalltechnisch alles? Wir haben auch Schweinestall, oder? Nee, bloß Kuh, soweit ich weiß. Aber wir haben doch zwei, oder ne? Oder, ah, nee, ich glaube, der eine ist für Kälbchen und der andere ist für normal. Oder was heißt für normal? Aber für halt Milchkühe. Der eine ist für Kälbchen, der andere ist für normal. Ah ja. Sind so. Kälber nicht normal? Nee, die sind abnormal. Die sind süß. Und abnormal. Abnormal. Oh nee. So, jetzt ist. Auf geht's. Da kann der Steuer mal seine 54 Autos. Oh, oh, sieben, oh, 60. Oh, wir haben die 60 geknackt. 62 sogar. Da sieht man jetzt mal wieder, dass nicht nur ich rumschraube an dem Teil. Nee, das war bergab. Das hat alles seine Richtigkeit. Hoffentlich. So. Ja doch, hier müsste eigentlich gehen, wenn ich hier reinfahre. So, und dann sind wir wieder unseren so wunderschönen Hof angekommen. Wir büschen du da rein, komm von hinten rein, oder? Von hinten rein, das hört sich jetzt wieder falsch an, aber. Steig mal ganz kurz aus, ich zeig's dir. Ja, okay, steig mal aus. Bin ausgestiegen. Du bist jetzt genau falsch gefahren. Ja, ich glaube, ich weiß schon wie. Von hinten. Du musst hier rum, von hinten kommen. Und dann ganz knapp einlenken. Ganz knapp und dann ganz knapp hier bisschen gerade und dann wieder rein hier. Da geht es auch schon normalerweise schön so rein. Okay, warte mal. Das heißt, wir versuchen da vorne nochmal zu drehen. Wir drehen hier vorne dann einfach nochmal. Komme ich nämlich schön gerade rein. So, hier haben wir übrigens auch so ein Silo. Weiß gar nicht, ob das jetzt einen speziellen Begriff hat, weil die Wände so schräg sind, aber ich glaube nicht. Das sind halt die Wände an die Erde dran gemacht. Angelehnt. Also angelehnt, ja. Können wir nicht mal die Rundumleuchte ausschalten? Und dann gibt's halt noch so Wände. Also so wie es da ist, ist es in Deutschland gar nicht mehr zugelassen. Echt? Nö. Okay. Du brauchst Wände, die wo selber stehen können. Oh. Klar, es ist besser, wenn sie irgendwo an Erde andocken. Weil sie dann einfach stabiler stehen, aber so ist es nicht mehr zugelassen. Okay. So. Alles rausholen, was geht. Oh.
Ja, sollen wir jetzt um dem alles rausholen, was geht? Was meinst du, was ich mach? Voll Gas. Jetzt. Ah, ne, geht nicht. Schade. Aber wo hängen wir denn da hinten, oder? Ja, hier hängen wir ein bisschen. Ja, da tut mir jetzt leid, aber. Kann ich jetzt gerade auch nicht ändern. Alles gut. Ja, Steuer. So. Ah, geht doch. Und ja, zum Thema Hochbau, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Ich baue ihn jetzt momentan noch nicht, weil ja bald eine neue Version kommt. Und dann müssen wir dann eh wieder einen neuen Spielstand anfangen für die neue Version. Und dann lohnt es mich da jetzt ein paar Stunden Hochbau rein zu investieren. Und danach wieder neu zu bauen. Deswegen kommen wir mal zu hier. Warte, ganz kurz auf unsere Felder, dann jetzt mal gucken, wie das aussieht. Aber die brauchen wahrscheinlich düngen. Ja, doch, normalerweise. So. Ach, das geht ja jetzt gar nicht mehr. Da muss ich jetzt hier rein, ne? Oh, Kurve. Ertrag, nee, Stickstoff, nee, pH. Warte mal, Dünger. Ach nee, wait. Ach Gottchen, da brauchen wir jetzt eine Teil jetzt, ne? Hm? Wir können ja jetzt nicht einfach gehen, gucken, Dünger, braucht das Teil Dünger, sondern wir müssen ja diese Bodenprobenanalyse-Teil kaufen. Oder mieten. Ich kauf den Gator. Ich kauf den wirklich. Nein, Kommentaren wurde sich schon was anderes gewünscht. Ach nö. Haben wir zwar nicht mit draufgenommen. Was wurde sich gewünscht? Ein Deutz irgendwas. Ein älteres Modell mit 100 PS maximal. Aber der Gator hat Pflegebereifung. Und kostet. Hat 23.000 PS. Oh, yo. Wir sind von dir gecut, oder was? Und hat 23 PS. Und kostet 23.600 Euro. Ja, wir gucken uns jetzt mal. Wir gucken. Das verschieben wir auf nächste Folge. Wir gucken uns der fährt auch plus 50, also. Bloß, ja. Wir gucken, wir schauen uns den Steier, sag ich schon, den Deutz an und wenn er billiger ist, dann nehmen wir den. Ihr habt alle gehört, der Flo hat was gegen Deutz. Wieso? Weil du Steier gesagt hast. Ja, nee, wir haben halt nur Steier im meisten Projekt, ne? Aber ich hab nichts gegen Deutz, muss ich ehrlich sagen. Wir haben halt nur Steier in den meisten Projekten. Naja. Gemeinde gerade. Ja, okay. Und hier. Das ist aber schon wieder ewig her. Ewig her. Also schon wieder länger her. Erlengrad und so weiter. Steier im Betrag. Oh, schwierig, ne? Führer! So, wohin war denn mal? Da gucke ich zuerst mal Wiesen. Vielleicht gibt es ja da mal irgendwas zu tun. Warte, ich muss die Wiesen aktivieren, sonst sehe ich das nicht. Bitte lass reich sein. Oh, die 81-Reifen. Das ist schön. Warte mal, die 81 kurz angucken, wie sieht die aus? Oder wenn es nur erste Wachstumsstufe ist, dann ist es nicht so optimal. Ist es jetzt ganz gewachsen oder nicht? Ich glaube, das ist nur die erste Wachstumsstufe, oder? Ja, verdammt. Ja. Das ist vielleicht ein Ballenflo. Hm? War das mit dem Ballen und mir? Aber ich kann Ballen stapeln gehen, das falsch. Ballen holen, das kann ich tatsächlich. Hallo? Das kann ich tatsächlich machen. Damit ich irgendeine Beschäftigung bis zum nächsten Mal habe. So, warte, wir müssen jetzt aber die Dinge umschalten. Steuerung U. Nee, Steuerung I. Nee, scheiße, was war das nochmal? Steuerung Q. Was wolltest du gerade machen? Ich habe den Bordcomputer umgeschalten auf Main, weil ich nichts dran habe. Oder was ist nichts dran, aber jetzt keine Hänger und nichts. Ach so. So, warte mal. Ach nee, wir haben noch gar keinen Frontlader.
Doch. Hm? Ich habe einen. Ja, okay, aber den kann ich nicht anhängen. Ja. Magst du das... schon nicht fahren? Nee, das... Ja, doch, nee, aber nee. Ja, doch, nee, aber nee. Warte jetzt. Ja, warte mal. Wir haben noch zwei, wir sind bei 20 Minuten. Ich gucke jetzt mal nach einer Mission, ob ich da eine schöne finde, die wo vielleicht schnell geht. Der ist doch ein schöner Johnny. Der hat was gegen Johnny. Leute, er hat was gegen Johnny. Nee, nee. Hat sogar wieder... eine geile Hupe. Ich wieder keinen Bock mehr, ne? Okay, Düngemissionen haben wir ein paar, die wo ganz gut geben. Oder gibst doch zu, du hast keinen Bock auf Ballen stapeln. Nee, nee, da habe ich gar kein Problem, aber ich wollte mir eigentlich einen Quickie kaufen. Ja, was wolltest du kaufen? Einen Quickie Frontlader. Und ich weiß gar nicht, ist er von Quickie? Oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich habe den vergessen, wie drauf sind. Leute, die Folge ist leider schon ein bisschen früher jetzt doch beendet, weil, aus dem einfachen Grund, wir müssen erstens den Deutz mit draufnehmen. Zweitens, wir müssen den Frontlader mit draufnehmen, den wo ich brauche. Und ja, kann man jetzt leider nicht ändern. Dafür machen wir mal der nächsten Folge ein bisschen länger. Ja, wie schon angekündigt, jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals gefehlt hat. Oder darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet noch keinen Cent und den roten Knopf drauf, falls nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der App Store für Heidi im LS19 zusammen mit Philipp und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao.